Herzlich willkommen zu meiner Präsentation. Einige wenige Worte zu meiner Person. Mein Name ist Hans-Martin Zock und ich bin Produktmanager in Heerbrugg. Darum vielleicht auch mein Schweizer Dialekt, nicht ganz Hochdeutsch. Ich bin dort Produktmanager im Bereich Totalstationen, Multistationen und zuständig für neue Innovationen. Und ich möchte Ihnen eben in der nächsten halben Stunde die Multistation etwas näher bringen. Was ist die Multistation? Die Multistation vereint die neuesten Messtechnologien in einem Instrument. So beispielsweise beste Totalstationsfunktionalität. Das heißt, Sie können die Multistation wie eine Totalstation bedienen. Sie hat einen neuen elektrooptischen Distanzmesser drin. Das heißt, Sie können Distanzen reflektorlos bis zu 2000 Meter aufmessen. Dann Bildbearbeitung, Bildverarbeitung, das ist ein großes Thema. Auch die Multistation hat Bildkameras drin, eine Überblickskamera und eine sogenannte Teleskopkamera im optischen Pfad des Teleskops. Dann lässt sie sich kombinieren mit GNSS, sogenannte Smart Station Setup, wo Sie die GPS-GNSS-Antenne auf die Multistation aufsetzen können und so Ihre Position direkt im Feld bestimmen können. Und natürlich Scanning. Die Multistation ist das erste Instrument, das Scannen und Totalstationsfunktionalität in einem Instrument vereint. Mit der Multistation können Sie bis zu 1000 Punkte pro Sekunde aufmessen. Das heißt, neu können Sie Einzelpunkte messen, wie bisher, plus flächenhafte Bereiche mittels Scanning aufnehmen. Und das Ganze lässt sich auch sogar mit Funk Remote steuern. Das heißt, Sie haben einen Live-Video-Stream auf Ihrem Controller oder aber auch Scanning-Funktionalität. Jetzt entscheidend bei der Multistation ist, dass nicht nur die neuesten Messtechnologien vereint werden, sondern auch deren Daten. Das heißt, egal ob Sie bisherige Einzelpunktmessungen aufnehmen oder eben Bilder und neue Scans, die sind alle im selben Bezugssystem, im selben Koordinatensystem der Multistation. Das heißt, der Vermesser draußen im Feld muss sich nicht darum kümmern, ob er nun scannt oder Bilder aufnimmt und in welchem System sie sind, sondern sie sind alle referenziert zum Bezugssystem der Multistation. Und dank dieser gegenseitigen Referenzierung können Sie auch direkt onboard auf dem Instrument Ihre Punktwolken mit dem Echtfarbwerten der Panoramabildern einfärben. Einige Worte zur Kamera. Ich habe vorhin gesagt, wir haben eine sogenannte Überblickskamera auf dem Teleskop und im Teleskop eine Koaxialkamera in der optischen Achse. Zusätzlich, dank dieser Koaxialkamera, haben Sie Autofokus-Funktionalität. Das heißt, die Zeit, wo Sie manuell fokussieren müssen, ist eigentlich vorbei. Sie haben jetzt einen Knopf wie beim Fotoapparat und Sie können automatisch fokussieren. Plus, die Kamera im Teleskop hat die volle 30-fache Vergrößerung, wie wenn Sie durchs Teleskop schauen würden. Wie sieht das aus im Feld? Das ist ein Screenshot sozusagen, den Sie eigentlich auf dem Display hätten, also was Sie sehen, wenn Sie mit dem Video arbeiten auf dem Feld. Sie sehen dann mit der Überblickskamera einen Ausschnitt, wo Sie ungefähr sind. Wenn Sie das Ziel ungefähr erfasst haben, können Sie wechseln zur Teleskopkamera und können nun höchst präzise genau mit der Teleskopkamera anzielen. Was bringt das? Also einerseits müssen Sie nicht unbedingt durchs Teleskop schauen, aber andererseits, insbesondere für reflektorlose Messungen, ist es sehr angenehm, auf dem Display zu messen. Oder wenn Sie steile Visuren haben, brauchen Sie kein Zenit-Okular. Sie können das alles mittels Kamera durchführen. Im Bereich Bildverarbeitung unterscheiden wir sozusagen im Feld, was wir im Feld mit den Bildern machen, aber auch im Büro. Was machen Sie als Auswertung mit den geschossenen Bildern? Im Feld sprechen wir von bildunterstützter Vermessung. Das heißt, Sie vermessen im Live-Video-Stream von der Kamera auf der Multistation. Oder Sie verwenden Bilder, Sie schießen Bilder zu Dokumentationszwecken. Im Feld ist es einerseits wichtig, können Sie anzielen übers Bild, aber auch die Daten, die Sie gemessen haben, werden direkt überlagert auf dem Video-Stream. Das heißt, Sie wissen,
immer, was sie gemessen haben oder eben, was sie noch messen müssen. Das heißt, die Datenqualität bzw. Vollständigkeit können Sie direkt im Feld überprüfen. So sind Sie sicher, wenn Sie nach Hause ins Büro gehen, Sie haben alles aufgemessen. Im Bereich Dokumentation nehmen Sie Bilder auf vom Objekt, das Sie gemessen haben, das Sie eingemessen haben, als Beweismittel beispielsweise, dass Sie auch den richtigen Punkt eingemessen haben. Oder Sie tragen zusätzlich Informationen ein, sozusagen wie ein digitales Feldbuch, das Sie dann mit abspeichern können und die Bilder werden dann direkt verlinkt mit den gemessenen Punkten. Im Büro nennen wir es Messen im Bild. Also Sie können diese Bilder verwenden für stereofotogrammetrische Auswertungen. Also wenn Sie die Multistation von zwei Standpunkten aufgestellt haben und das Objekt aufgenommen haben von zwei Standpunkten, können Sie diese Bilder verwenden für stereofotogrammetrische Auswertungen. Und wir haben da eine Zusammenarbeit mit Elcovision. Das ist ein Plugin in AutoCAD, PrixCAD oder IntelliCAD, wo Sie dann direkt die Datenbank von der Multistation in dieses Plugin importieren können und dann direkt im AutoCAD sozusagen Punkte aus dem Bild herausmessen können. Sehr ideal beispielsweise bei Aufnahmen von Fassaden. Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Scanning-Funktionalität. Dank dem schnellen neuen EDM, elektro-optischen Distanzmesser, den schnellen Motoren sowie dem großen Prozessorleistung im Instrument können Sie scannen mit der Multistation. Wie sieht das aus, wenn Sie den Scan-Bereich definiert haben? Scannt, fährt die Multistation sozusagen diesen Bereich ab und sammelt Messdaten, basierend auf Distanz- und Winkelmessung. Das Resultat, was Sie erhalten, ist eine Punktwolke, 3D-Punktwolke, und sieht, im Prinzip das kennen Sie von terrestrischen Laserscannern. Und dieses identische Datenmaterial sozusagen erfassen Sie mit der Multistation. Hier ist die Punktwolke eingefärbt, basierend auf den Intensitätswerten vom reflektierenden Signal. Das heißt, das kann Information geben über die Oberflächenbeschaffenheit des Objekts, das Sie gescannt haben. Dank dem, dass Bilder und eben Scans alle im richtigen, gleichen Bezugssystem sind, können wir auch die Punktwolken einfärben mit den sogenannten RGB-Echtfarbwerten von der Kamera. Und schlussendlich ist das dann eine für den Vermesser im Büro teilweise einfacher, die Punktwolke zu interpretieren, wenn die eingefärbt ist, basierend auf den RGB-Werten, also zusätzliche Information auf der Punktwolke. Wie sieht das mit der Genauigkeit aus? Was erreichen Sie da, wenn Sie scannen? Die Multistation, die scannt mit ca. 1000 Punkten pro Sekunde. Jetzt die Eigenheit der Multistation ist auch, dass wir den sogenannten EDM, den Distanzmesser, im Prinzip verlangsamen können. Das heißt, wir können mehr Signale pro Punkt erfassen und erreichen so weitere Reichweiten. Das heißt, wenn Sie nun mit 1000 Hertz pro Sekunde, 1000 Punkte pro Sekunde messen, erreichen Sie eine Distanz von ca. 300 Meter. Wenn Sie nun länger messen pro Punkt sozusagen, dann erreichen Sie Distanzen bis zu 1000 Meter. Das heißt, es ist sehr vielseitig einsetzbar, beispielsweise auch im Bereich offenen Minen, wo Sie tendenziell größere Distanzen brauchen, können Sie die Multistation im Bereich Scanning einsetzen. Wie sieht das mit der Genauigkeit aus? Da unterscheiden wir zwischen Präzision und Genauigkeit sozusagen. Die Präzision ist der Noise, das Messrauschen, wenn Sie eine Ebene scannen. Und da erreichen Sie mit allen Scan-Modi bis zu einer Distanz von 50 Meter im Millimeter, also Range Noise, Messrauschen unter einem Millimeter. Also sehr genaue Scandaten, die Sie erreichen hier mit der Multistation. Ein wichtiger Punkt ist eben, dass die Punktwolken sind immer im Koordinatensystem, im Bezugssystem der Multistation. Das heißt, wenn Sie beispielsweise ein Haus vom Standpunkt 1 scannen, dann setzen Sie auf einen zweiten Standpunkt. Die gegenseitige Bezug zwischen diesen Standpunkten messen Sie mit der Totalstation, also mit der Multistation auf, polares Anhängen beispielsweise, dann sind die Punktwolken direkt im richtigen
Bezugssystem, Koordinatensystem. Das heißt, Sie brauchen keine zusätzlichen Referenzmarken, Referenzpunkte im Scan, sondern die Punktwolke ist im richtigen Bezugssystem. Wichtig im Feld für Scanning ist, dass Sie die Punktwolke betrachten können, denn Sie müssen wissen direkt im Feld, ob Sie noch was Zusätzliches mit aufnehmen müssen. Die Multistation hat dann einen sogenannten 3D-Viewer onboard integriert, wo Sie die Punktwolke betrachten können. Das heißt, Sie können hineinzoomen, hinauszoomen und auch rotieren und so allfällige Scanschatten ausfindig machen und eventuell Nachmessungen von einem zweiten Standpunkt ausführen. Das sieht dann so aus, eingefärbt nach Intensitätswerten oder aber eben nach den Echtfarbwerten basierend auf dem Bild. Was machen Sie mit diesen Scandaten? Sicher Ihre nächste Frage oder was Sie Wunder nimmt. Da wir trennen auch wieder zwischen Feld und Büro. Und zwar im Feld können Sie diese Scandaten direkt verarbeiten, beispielsweise in unserer sogenannten Quick-Volume-Applikation. Da können Sie die Scandaten und die Einzelpunktmessungen miteinander vereinen und für Volumenberechnungen benutzen. Das heißt, Sie bilden dann eine Oberfläche, Dreiecksvermaschung und bestimmen schlussendlich das Volumen direkt im Feld auf der Multistation. Im Büro bieten wir eine Vielzahl von Softwarelösungen an, welche die Daten der Multistation unterstützen. Das ist einerseits Leica Infinity. Leica Infinity ist unsere neue Office-Software, welche Totalstationsdaten plus Scan-Daten unterstützt, vereint. Und auch die Möglichkeit, da drin haben Sie auch die Möglichkeit, allfällige also Neuberechnungen der Netze, Ausgleichsrechnungen zu betreiben und entsprechend auch die Punktwolken mit abzudaten. Dann können Sie die Daten in unsere Scanning-Softwares importieren, wie beispielsweise Cyclone oder auch CloudWorks. Und dort drin dann die Daten, die Scan-Daten der Multistation bearbeiten, modellieren, wie mit einem Scanner, mit dem P20C10. Was wir auch neu mitentwickelt haben mit der Multistation, ist das Multiworks. Multiworks ist ein Plugin, welches auf AutoCAD sitzt und es erlaubt, den einfachen Import der Multistation-Daten in dieses Multiworks und Sie können dann in Ihrem AutoCAD diese Punktwolken betrachten und digitalisieren. Multiworks hilft Ihnen, im Prinzip ist eine Punktwolkendatenbank, welche diese Daten speichert und entsprechende Tools zur Verfügung stellt, um die Punktwolken zu betrachten und eben zu digitalisieren. Dann bieten wir auch einen sogenannten oder eine Zusammenarbeit mit unseren Softwarepartnern. Wir haben einen sogenannten SDK, Software Development Kit, welche diese Softwarepartner integriert haben bereits in ihre Software und somit garantieren oder zur Verfügung stellen den direkten Import der Scan-Daten und der Totalstationsdaten der Multistation, sodass Sie eigentlich in Ihrer gewohnten Umgebung mit Scan-Daten arbeiten können, welche von der Multistation kommen. Die Multistation lässt sich sehr vielseitig einsetzen. Das heißt beispielsweise im Bergbau, dort ist dank auch dem langen Range von diesen 2000 Metern können Sie in sicherer Distanz das Objekt einzeln aufmessen oder mittels Scanning. Dann sehr interessant im Bereich Monitoring, dass mit der Multistation können Sie Einzelmessungen, beispielsweise für Ihre Referenzpunkte, kombinieren mit Scans. So im Bereich von Staumauern, aber auch in der Stadt von Hausfassaden, Häusern, Häuserfronten, die beobachtet werden müssen. Bereich Baustelle, da habe ich das Beispiel gebracht vom Kieshügel, wo Sie Volumen bestimmen müssen. Ein Beispiel ist auch Aushub, also überall, wo Sie halt flächenhafte Erfassungen brauchen, ist die Multistation mit der Scanning-Funktionalität sehr gut geeignet. Natürlich können Sie auch die herkömmlichen Totalstationsfunktionalitäten mit der Multistation nutzen wie Absteckung. Dann Bereich Topografie in Kombination Scanning mit der Aufnahme von Fassaden.
Scanning und Bildverarbeitung und schlussendlich stereofotogrammetrische Auswertung. Oder im Bereich Tunnelbau, wo Sie die Multistation sehr geeignet einsetzen können, weil dort ist häufig sehr wichtig, dass man sich richtig stationiert im Tunnelnetz und nicht immer ganz einfach die Prismen zu finden. Und die Multistation hat mir mit ihren automatischen Zielsuchfunktionen sehr geeignete Funktionalität, um diese Prismen aufzufinden. Dann aber auch im Bereich Anlagenbau. Kleinere Anlagen können Sie ganz mit der Multistation aufmessen oder aber eben in Kombination mit Daten von einem, sagen wir, richtigen Scanner, beispielsweise dem C10 oder dem P20. Ich möchte jetzt im zweiten Teil auf einige Beispiele eingehen, welche wir gemessen haben und wo wir einen großen Vorteil der Multistation sehen. Ein Beispiel ist ein Neubau einer Eisenbahnbrücke zwischen Schweiz und Österreich, St. Margrethen und Lustenau. Und hier ging es darum, im Prinzip die Situation aufzunehmen, Ist-Stand aufzunehmen nach dem Bau. Und die große Schwierigkeit war natürlich, dass die Bahnstrecke war schon im Betrieb. Das heißt, wir mussten, oder es musste ein sozusagen berührungsloses Messsystem eingesetzt werden. Und da hat sich die Multistation sehr gut geeignet. Das einerseits zum Scannen der Brücke, aber andererseits hatten wir auch Punkte, die wir genau wussten, welche wir aufmessen mussten und so reflektorlose Einzelpunktmessungen einsetzen konnten. Das heißt, im Feld, wiederum im Viewer, konnten wir direkt schauen, ob wir die Scandaten vollständig haben und entsprechend Nachmessungen durchführen. Im Büro dann schlussendlich haben wir die Daten in Leica Infinity importiert und was Sie nun sehen, ist eine Kombination von Scandaten und Einzelpunktmessungen. Also hier war eine Station, da hat er 4-5 Stationen gemacht und konnten so einerseits Topografieaufnahmen, Einzelpunktaufnahmen mit Scandaten gut kombinieren. Leica Infinity ist eben die neue Bürosoftware von Leica Geosystems und im Zentrum, im Fokus steht 3D. In der Mitte haben Sie auch einen sogenannten 3D-Ansicht, welche Ihnen erlaubt, wiederum die Punktwolken, aber auch die Einzelmessungen im Prinzip dreidimensional zu begutachten. Die Scans, die Scandaten werden ebenfalls in der Datenbank abgelegt, plus zusätzliche Informationen, die Sie immer wieder im Büro hervorrufen können, beispielsweise mit welcher Auflösung der Scan gemacht wurde oder mit welchem Scan-Mode. Auch Details sind ersichtlich und hier können Sie dann schlussendlich die Punktwolken weiterverarbeiten, zum Beispiel in eine weitere Software exportieren, wo Sie dann Lichtraumprofile erstellen oder Querschnitte von der Brücke. Ein zweites Beispiel, das war hier in Deutschland, da ging es um die Oberflächenbeschaffung von einem Radioteleskop. Und zwar wollte man schauen, wie sieht dieser Parabolspiegel, ist der wirklich so auch gebaut, wie es gedacht war. Der wurde wiederum von mehreren Standpunkten aus aufgenommen und in Infinity importiert. Also mit den Punktwolken können Sie natürlich schlussendlich einerseits Oberflächenbetrachtungen machen, aber andererseits auch wie Oberflächenvergleiche, also Vergleich mit dem Sollmodell. Im Fall von diesem Radioteleskop haben wir im Infinity drin die Vermaschungsfunktion benutzt. Also wir wollten ein 3D-Modell von diesem Parabolspiegel erstellen. Infinity unterstützt die 3D-Vermaschung. Das heißt, Sie können die Punktwolken zuerst bereinigen und anschließend vermaschen. Jetzt, wenn wir da ins Detail hineinzoomen, ist wiederum ein Bild von der Punktwolke und die lässt sich dann im Infinity vermaschen und Sie kriegen eine vermaschte Oberfläche. Ein zweiter Schritt wäre nun wieder draußen, nach 2-3 Monaten, denselben Parabolspiegel wieder aufzunehmen und zu vergleichen mit dieser vermaschten Oberfläche. Der Vergleich von Oberflächen können Sie nicht in Infinity durchführen, jedoch in anderen Software, wie beispielsweise 3D Reshaper, welche
den Vergleich von Punktwolken oder von Oberflächen zulässt. Ich möchte nochmals untertags gehen und zwar hier ein Beispiel zeigen, was Sie im Tunnelbau einsetzen können, wie Sie die Multistation dort einsetzen können. Eben einerseits für die normale Vortriebssteuerung, aber andererseits auch zum Beispiel für die Aufnahme von der Ortsbrust oder von Profilen. Was Sie hier sehen, ist die 3D-Punktwolke, wie Sie sehen würden, im Viewer direkt auf dem Instrument. Die kann rotiert werden und eben betrachtet werden und so auf Vollständigkeit überprüft werden. Jetzt interessant ist natürlich einerseits die Überlagerung der Bilder, aber andererseits auch der Intensitäten. Und zwar die Intensitäten geben Ihnen auch eben Informationen über die Oberflächeneigenschaften, so beispielsweise über nasse Flächen, also hier dieser dunkle Fleck, das war Wasser, dort war Wasser, also Sie können gewisse, sagen wir, geologische Analysen basierend auf diesen Intensitätswerten durchführen. Im Zusammenhang mit Tunnelbau möchte ich auch ein Softwarepaket von unserem Softwarepartner Amberg erwähnen, und zwar das Modul TMS Profit hat den Import der Leica Novum S50 Daten integriert, und so ist es sehr einfach, diese Daten in deren Softwarepaket zu integrieren. Der Vorteil der Leica Novum S50 im Tunnelbau ist sicherlich, die Messprozesse können optimiert werden, das heißt, Sie können ein Instrument verwenden, beispielsweise für Vortriebssteuerung, und eben dasselbe Instrument verwenden für Profilmessungen, sei dies mittels Einzelpunktmessungen oder eben mittels Scanning. Schlussendlich kann die Standzeiten reduziert werden von der Maschine im Tunnelbau. Generell lässt sich sagen, dass mittels Scanning die Interpretation der Resultate sehr einfach wird. Das heißt, wenn Sie die Scandaten vergleichen mit dem Soll-Modell, kriegen Sie ein Farbmuster und Sie können sofort eigentlich Über- und Unterprofil ausfindig machen. Das heißt, die Interpretation ist sehr einfach und Sie kriegen eben mittels Scanning eine sehr hohe Punktdichte. Abschließend, so als Zusammenfassung, noch mal kurz möchte ich sagen, eben die Multistation vereint die neuesten Technologien, aber eben auch die Daten. Das ist sehr entscheidend. Also nicht nur die einzelnen Technologien, sondern die ganzen Daten sind in der Datenbank zusammengefasst. Und es lässt sich die Scandaten direkt im Feld auswerten. Entscheidend ist auch, dass wir nicht nur eine neue Hardware sozusagen entwickelt haben, sondern ganz viele neue Softwarelösungen, auch in Zusammenarbeit mit unseren Softwarepartnern, sodass Sie die Daten direkt in deren Software, in unsere Software importieren können und dort weiterverarbeiten können im Büro. Es gibt eben eine schier fast unbegrenzte Anzahl Einsatzmöglichkeiten. Und zwar einer der ersten Einsätze war das Scannen vom Open House in Sydney. Und die MS50 wurde da bevorzugt, weil einerseits der große Distanz, man konnte das Open House von ziemlich weit weg scannen, dann die Scan-Qualität der Daten hat überzeugt, plus die sehr, sehr einfache Registrierung der Punktwolken. Ja, ich hoffe, dass ich Ihnen die Multistation- und Auswertemöglichkeiten ein bisschen näher gebracht habe und wäre jetzt noch offen oder zur Verfügung für Fragen, für allfällige Fragen. Besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit.